So, dann können wir gleich hier und hier durch. Oha. Ich habe meine Angst vor Uso nie überwunden. Ich kann nicht. Uso macht mir Angst. Reden. Du schaust mich an? Schaust du mich an? Wen siehst du dann an, hä? Ich habe dich etwas gefragt. Okay, Clown, das war's. Oha. Ich hasse diesen Clown. Das wusste ich vorhin nochmal. Nicht mit meinen Fingernägeln. Ich kann nicht. Uso macht mir Angst. Bestimmt ein Achievement, wenn man es fünfmal macht. Bestimmt ein Achievement, wenn man es sechsmal macht. Gibt bestimmt ein Achievement, wenn man es siebenmal macht. Und wenn man es achtmal macht. Aber wenn man es neunmal macht, gibt es bestimmt. Wenn man es zehnmal macht. Was noch ein elftes Mal macht. Zwölf ist doch eine magische Zahl. Okay, lassen wir's. Ich habe meine Angst vor Uso nie überwunden. Ja, da können wir durch ein Gitter. Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Okay, ich kann nichts rausziehen. Oha. Hey Junge, du hast die Party verpasst. Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch, letzte Nacht. Hier auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Donny Osmond? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie Geisterpirat LeChuck. Möchtest du eine Zigarre? Klar, geben Sie mir eins von diesen Havana Babys. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Ja, du hattest recht. Okay. Aha. Du solltest nicht rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Ja. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarren. Niedlich? Diese Babys explodieren geradezu vor Qualität. Noch eine Zigarre? Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Nein.
Denselben Witz zweimal machen, das wäre zu blöd. Ich sagte doch, es ist eine schlechte Angewohnheit. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Wo sind denn nun alle? Die richtig große Sause war gestern Abend. Ich denke, die anderen schlafen sich aus. Noch eine Zigarre? Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Wenn wir es dreimal machen, wäre ganz bescheuert. Oh Gott. Da war es schon fast wieder witzig. Ich sagte doch, es ist eine schlechte Angewohnheit. Das war ein Verzweiflungslachen. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Sie haben nicht zufällig irgendwo Pläne für eine Superbatterie gesehen, oder? Batterie? Darüber weiß ich nichts. Ich bin nur ein Scherzartikelverkäufer, besonders für Zigarren. Noch eine Zigarre? Klar. Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Nein. Der fällt dann auch fünfmal drauf rein. Ich sagte doch, es ist eine schlechte Angewohnheit. Er wird doch nicht besser. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Scherz. Ich muss gehen. Wiedersehen, Sohn. Noch ein Zigarette. Ich bin begeistert. Besser nicht. Es sieht fast echt aus. Hände weg! Das ist ein ganz tolles Präzisionsgerät. Das kann ich nicht machen. Vielleicht kriegen wir irgendwo mal was, was wir anzünden können. Im Inventar zum Beispiel. Hey, das ist kein Spielzeug. Tisch mit Müll. Er ist voll mit undefinierbarem nutzlosen Müll und einer Pistole. Okay, ich hab schon Kamin habt ihr hier. Oha. Hinauf. Wow, ein Flaschenzug. Durch die Kombination von flexiblen Materialien und einem Rad kann man einen mechanischen Kraftvorteil bekommen, durch Umlenkung der Bewegung und Kraft. Ah ja. Hier können wir die Weihnachtsbeleuchtung benutzen. Oh, wie schöne Weihnachtslichter. Schade, können wir nicht. Oh, wir haben eine Kurbel. Besser nicht. Nehmen Sie mal zur Sicherheit mit. Was zur Hölle sollte ich mit einer Fahnenstange? Da ist gerade keine Fahne, weil es schon Abend ist. Hört sich witzig an, aber ich habe zu tun. Hört sich witzig an, aber ich habe zu tun. Okay. Entschuldigt. Willkommen auf dem Scherzartikelkongress. Nicht viel zu sehen. Oha. Warte, ich werde nochmal kurz raus. Geschlossen. Geht nicht, das klemmt. Okay. Es ist nicht ganz das Ritz. Ich will mich nicht überanstrengen. Keine Zeit dafür. Ich rette die Welt vor Purpur-Tentakel. Ich will mich nicht überanstrengen. Ich will mich nicht überanstrengen. Nicht das Bett schieben. Oh
Okay. Kühe umgeworfen, Polizei staunt. Ein färmiges Wesen am Tatort gesehen. Okay, hier ist nicht viel zu sehen. Eine Falltür. Sie ist geschlossen. Oha. Schwester Edna. Oha. Mensch, sie sieht noch schlechter als vor 5 Jahren aus. Sagen wir, sie nicht ausbricht. Das könnte sie vielleicht falsch verstehen. Entschuldigung. Was ist? Ich habe... Sag mal, bist du nicht Bernard Bernoulli? Nein, mein Name ist Threepwood. Netter Versuch, aber ich vergesse nie ein Gesicht. Du bist vor ein paar Jahren in unser Motel eingebrochen, um deinen Freund zu retten. Warum bist du diesmal gekommen? Okay. Ich versuche, ein Tentakel von der Diktatur abzuhalten. Wirklich? Wie schön! Wie geht es, Dr. Fred? Nun, er ist immer noch besorgt über die finanzielle Situation. Er glaubt, es wäre alles sein Fehler, aber es scheint besser zu sein, seitdem er nicht mehr schlafwandelt. Okay. Wie hat er die Finanzen ruiniert? Tja, eigentlich sollten wir Millionen mit dem Computerspiel verdienen, das sie über uns gemacht haben. Aber dieses Genie hatte den Vertrag im Safe eingeschlossen und dann die Kombination vergessen. Na, sehr toll. Was ist so schlimm am Schlafwandeln? Normalerweise nichts, aber wenn Fred schlafwandelt, erinnert er sich an die Kombination vom Safe. Er ist dann im Büro, öffnet ihn, schreit wie eine Katze im Ofen und wirft ihn wieder zu. Irgendwas da drin macht ihm ziemlichen Kummer. Leider war ich nie schnell genug, die Kombination zu sehen, weil er so schnell ist. Wie hat er es geschafft, mit Schlafwandeln aufzuhören? Mit dem Schlafen aufgehört. Fred trinkt eine Menge Kaffee. Ich trinke nur entkoffeinierten. Ich habe gerade die Statue bewundert. Dankeschön. Sie gehört seit der Gründerzeit zur Edison-Familie. Einer von Freds Vorfahren machte sie. Ziemlich gute Ausrüstung haben Sie hier. Ja, das Überwachungssystem ist das Beste im ganzen Staat. Wieso wird sie überwacht? Ist das ein Plexus 7000 Videorekorder? Na klar, mit einem Doppel-Kobalt-Geschwindigkeitsmotor. Nicht anfassen! Alles normal hier, was hier im Bildschirm passiert, also. Nichts Außergewöhnliches. Sind das xenophobe Kristallmatrix-Monitore? Das sind sie bestimmt! Xenophobe, okay. Man kann sogar die Fliegen an den Wänden sehen. Nicht anfassen! Könnte ich wohl ein bisschen damit spielen? Auf keinen Fall! Sie haben nicht zufällig Pläne für eine Superbatterie rumliegen sehen, oder? Superbatterie, hm? Fred hat vielleicht so etwas. Fred hat mir gesagt, ich soll ihn finden. Oh! Okay, ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Komm zurück, wann immer du willst. Können wir die Altex noch was zu fragen? Entschuldigung. Hallöchen, mein süßes Zuckertöpfchen. Oh je. Nichts für ungut. Okay, können wir nicht mehr. Freds Büro. Da passiert nichts. Etwas Seltsames passiert hier. Mensch, sie sieht noch schlechter als vor 5 Jahren aus. Ich sehe einen großen pulsierenden Typen mit blauen Streifen drauf. Sieht wie der Flur aus. Geh da weg!
Ein Video. Geh da weg! Geh da weg! Du müsstest sehr verdecken und das Video dort abspielen. Wow, was für ein Mann! Keine Scherze, mein Lieber! In der Öde. Sieht aus wie mein Physikprofessor im zweiten Schuljahr. Da steht, Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Verrückt. Okay. Sieht ziemlich schwer aus. Ich habe irgendwas übersehen. Nicht wirklich. Ich werde auch wahrscheinlich später nochmal wiederkommen. Oha. Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja. Nun, ich. Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli. Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Hm? Da läutet nichts. Aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Zum Beispiel der Hamster. Also hast du die Militärsache auch aufgegeben? Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Oh. Süßer Hamster. Kann er Kunststückchen? Nein, er sitzt einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber irgendetwas passierte mit ihm. Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz. Und dieses schreckliche Geräusch. Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Ah ja. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Nun, manchmal benutzt er ihn im Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Wir müssen den Hamster mitnehmen und den Keller dort benutzen. Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay, ich habe ja meine Briefmarken. Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihnen mal etwas passiert... Okay, irgendwas muss mit den Briefkarten passieren. Briefmarken. Wie geht's euch so? Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbad. Aber was du sagst, klingt besser. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. Ja. Pony-Express-Marken. Ja, nicht unbedingt die wertvollsten, aber sie haben einen ideellen Wert für mich. Ja. Hey, fass meine Marken nicht an. So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Oha. Manic Mansion. Spiel im Spiel. Abschluss in der Videospielgeschichte. Okay, können wir... Zu alle Kids. Okay.
20 years ago today. Lucasfilm Games Production. Saint written by Ron Gilbert and Gary Van Gilbert. Scripted by Ron Gilbert and David Fox. Comes by Eric Gilbert. Not animation by Gary Winnick. The episodes by David. Chris and David. Manic Mansion. Damit seid ihr gewusst. Jetzt haben wir Let's Play. Wir spielen Manic Mansion. Okay, this looks like the I'm sure also the threats take Teddy here. It's up to us to get her out. This could be real dangerous. If anyone wants to be back out. Okay, I'm out of here. Bernard. Don't be a tuna head. It's Sandy we are talking about. I heard Dr. Fred was kinda cute. Okay, let's go rescue Sandy. Okay. Open. Door's locked. What's front door? Die Büsche. I can't move it. Okay. Das Briefkasten. Ja. Okay. Was machen wir jetzt? Ja, ohne Musik ist das auch ein bisschen nervig. Wir können in den Büschen nachgucken, ob da vielleicht irgendwie... Aha. Open Gathering. Can Bitch was the chat. Push. Okay, ich komme mir nicht so. Komme nicht klar mit. Ich kann die Adventures nicht. Ich muss die Remakes spielen. Tja. Okay, genug gespielt. Hamster.
Er liest das Wall Street Journal. Das kann ich nicht machen. Du bist ein Hamster mit... Oh, Eventuell haben wir gerade den Hamster mitgenommen. Ich geh dann mal. Grün! Bernhard! Was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja, hey! Was gibt's, Bernhard? Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen. Also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Ja. Macht er Genexperimente mit kleinen Schmusetieren? Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Ja. Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Provokative lyrische Inhalte? Lautstärke, Mann, Lautstärke. Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Ja. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Mhm. Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Rap auf der Stirn. Schon mal im Radio gewesen? Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Großartig. Jupp. Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Ja. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Purpur hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Du hast Dr. Fritz Pläne für die Superbatterie nicht gesehen, oder? Nein, nur diese Pläne zur Weltübernahme von Purpur. Die Pläne von Fred sind wahrscheinlich in seinem Labor oder Büro. Man sieht sich, Grün. Ja. Na dann. Viel Glück beim Weltretten, B-Man. Pläne zur Machtüberraubung. Wer braucht denn das? Oh-oh, sieht so aus, als ob es klappen könnte. Aber will sich doch genau angucken. Grünen Tentakel, Bowlingkugel. Das ist zu schwer für mich alleine. Lautsprecher. Die würden Hoagie gefallen. Können wir die Anlage anmachen? Ziemlich viel Power in dieser Anlage. Ich kann es kaum erwarten, meine CDs auszuprobieren. Wow, das ist laut. Oh, Plastikkotze. Es ist ziemlich klein.